Hallo, willkommen zu Tonspur Wissen. Hier ist Ursula Weidenfeld. Wir sehen im Ukraine-Krieg ganz eindeutig, dass die Atomwaffen Russlands eine abschreckende Wirkung haben. Und das war ja die Idee, vor allem in diesen strategischen Atomwaffen zu sagen, dadurch wird die Welt friedlicher. Wie gefährlich ist das neue Wettrüsten? Fragen wir einen Experten, fragen wir Malte Götzsche. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Bei Tonspur Wissen gucken wir ja einmal in der Woche in die Tiefe eines Forschungsgebietes und wir freuen uns immer sehr, dass ihr und sie uns dabei begleitet und begleiten. Wenn es Fragen und Anregungen und klar auch Kritik zu unseren Themen gibt, freue ich mich total über Ihre und eure Nachricht. tonspur@rheinische-post.de ist die Adresse. Meldet euch. Die internationale Rüstungskontrolle funktioniert nicht mehr und die atomare Bedrohung ist wieder ein bedrückendes Thema geworden, seitdem Russland und die Ukraine Krieg führen, seitdem die russische Regierung eigentlich einmal in der Woche damit droht, eine Atomwaffe einzusetzen. Was passiert da gerade? Was machen die alten und die neuen Atommächte? Wie erfährt man überhaupt, wer welche Waffen hat und sie möglicherweise sogar einsetzen will? Das frage ich jetzt den Kernphysiker Malte Götzsche, der am Peace Research Institute in Frankfurt, das ist das Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung, die Forschungsgruppe Internationale Sicherheit leitet und außerdem an der TU Darmstadt lehrt. Hallo, Herr Götzsche. Hallo, Frau Weidenfeld. Herr Götzsche, die Rüstungskontrolle, so wie sie bisher funktioniert hat, nämlich mit Verträgen, mit gegenseitigen Besuchen und Kontrollen, das funktioniert nicht mehr zwischen den USA und Russland, aber eben auch nicht mehr mit anderen Mächten, die jetzt möglicherweise aufrüsten. Was machen wir denn jetzt? Ja, das ist in der Tat ein riesiges Problem. Während des Kalten Krieges vor allem haben wir eine sehr erfolgreiche Rüstungskontrollarchitektur entwickelt, die auch sehr gut funktioniert hat. Verschiedene Verträge, die die Anzahl an nuklearen Sprengköpfen begrenzt haben, die früher auch konventionelle Waffen begrenzt haben und auch insbesondere der sogenannte INF-Vertrag, der Mittelstreckenraketen begrenzt hat. Diese Verträge sind im Wesentlichen jetzt aufgekündigt worden. Die Rüstungskontrolle steckt in einer tiefen Krise und durch die Entscheidung in Deutschland, amerikanische Mittelstreckenraketen aus den USA zu stationieren, haben wir nun auch eine konkrete Entwicklung in Deutschland, wo ein Waffensystem stationiert wird, das nach dem INF-Vertrag gar nicht zulässig gewesen wäre. Natürlich hält sich auch Russland nicht an die Begrenzung und nun besteht die reale Gefahr einer Rüstungsspirale, in der wir uns zum Teil auch schon drin befinden. Früher hat man Wettrüsten auch immer getan mit dem Argument, die Welt werde dadurch sicherer. Haben Sie den Eindruck, dass das heute immer noch ein gültiges Argument ist? Ja, es wird sehr viel mit Abschreckung argumentiert und da ist natürlich auch was dran. Wir sehen im Ukraine-Krieg ganz eindeutig, dass die Atomwaffen Russlands eine abschreckende Wirkung haben. Und das war ja die Idee, vor allem in diesen strategischen Atomwaffen zu sagen, dadurch wird die Welt friedlicher. Und gerade jetzt, wo man sich wieder viel mehr auch im westlichen Diskurs über die Abschreckung unterhält, ist das natürlich das Argument. Wir müssen aufrüsten, damit wir eine stärkere abschreckende Wirkung entfalten. Aber das verkennt natürlich auch die Risiken, die damit einhergehen, dass Rüstungsspiralen oft keine Grenzen haben. Wir kennen das natürlich aus dem nuklearen Rüstungswettlauf des Kalten Krieges. Derzeit modernisieren alle Kernwaffenstaaten ihre nuklearen Arsenale. Es ist unklar, wie man aus diesen Entwicklungen wieder rauskommen kann. Und es verkennt aber auch das Risiko, dass Waffen dann eben doch eingesetzt werden, dass es zum Beispiel auch zu nicht intendierten Einsätzen kommen kann durch Missverständnisse, Fehlkommunikation und dergleichen. Und das hat dann natürlich sehr reale humanitäre Auswirkungen. Können wir mal kurz klären, über welche Waffen wir überhaupt reden? Sie haben eben schon gesagt, strategische Waffen. Sie haben dann Mittelstreckenwaffen genannt im Bereich des atomaren Arsenals. Also wir haben strategische, taktische und dann haben wir ja auch noch schmutzige Waffen. Können Sie uns kurz erklären, was ist? Genau, also einmal gibt es die Trägersysteme. Das sind die Waffensysteme, die eine Kernwaffe ans Ziel bringen sollen. Da gibt es dann etwa die Interkontinentalraketen oder Mittelstreckenraketen. Gibt aber auch U-Boote und Flugzeuge.
Und dann haben wir die Sprengköpfe selbst, die den Schaden dann anrichten, wenn sie explodieren. Da gab es oder gibt es diese Unterscheidung in strategische und taktische Atomwaffen. Ich halte das aber nicht für besonders klug. Die Idee war, dass taktische Atomwaffen auf dem Gefechtsfeld eingesetzt werden können. Und strategische Waffen sind eben diese, die den abschreckenden Charakter haben sollen. Dann sagt man in der Regel, dass taktische Waffen dann etwas weniger Sprengkraft haben. Einige bis 100 oder wenige 100 Tonnen TNT-Äquivalent. Und das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist zum Teil schon ein Vielfaches der Explosionskraft in Hiroshima und Nagasaki. Das verdeutlicht also, dass es eben keine kleineren Explosionen sind, nicht vergleichbar mit den großen strategischen Waffen, die dann noch eine viel größere Sprengkraft haben, zwar aber dennoch auch nicht vergleichbar mit konventionellen Waffen. Und jede taktische Waffe wird strategische Konsequenzen haben und es gibt das große Risiko, dass man so in einen umfassenden Nuklearkrieg einsteigt. Schmutzige Waffen, die sogenannten Dirty Bombs, sind hingegen etwas ganz anderes. Das sind konventionelle Waffen, das sind einfach Explosivstoffe, denen man radioaktives Material beimischt, aber das löst nicht diese Kettenreaktion aus, die die nukleare Detonation ausmacht. Und diese Dirty Bombs, die haben vor allem psychologische Wirkung. Die explodieren und man hat dann natürlich Angst, dass man jetzt radioaktiv verseucht ist. Aber das ist ein viel, viel geringerer Maßstab, als es bei einer Atomwaffenexplosion der Fall wäre. Wie kann ich denn heute wissen, wenn diese Rüstungskontrollverträge, über die wir eben gesprochen haben, nicht mehr gut funktionieren oder gar nicht mehr funktionieren, wer welche Waffen hat, wer sie baut und wer sie bereitstellt, für wen? Also früher gab es einen Datenaustausch zum Beispiel zwischen den USA und Russland. Den gibt es jetzt in dieser Form nicht mehr. Aber einige Staaten, die sagen es einfach. Sie geben Deklarationen ab, in denen sie sagen, wie viele Atomwaffen sie haben. Das machen zum Beispiel die Vereinigten Staaten. Das macht das Vereinigte Königreich. Das macht auch Frankreich. Teils einfach auch nur in der Deklaration von Obergrenzen, wo nicht die genauen Zahlen genannt werden. Ansonsten hat man natürlich Informationen aus früheren Daten, als die Rüstungskontrolle noch funktioniert hat. Man kann nicht einfach von nun auf jetzt sein Arsenal verdoppeln. Da gibt es Doktrinen, die man sich angucken kann. Wie sehen denn die Doktrinen aus? Wann würden Atomwaffen genutzt werden und wie viele braucht man für die verschiedenen Einsatzszenarien? Es gibt öffentliche Statements, zumindest in Demokratien zugängliche Budgetdokumente. Wie viel Geld wird denn da reingesteckt? In Nordkorea beobachten wir immer wieder Militärparaden, wo das Regime neue Technologien vorstellt. Und zuletzt ganz wesentlich auch die Satellitenbildüberwachung. Wir haben inzwischen sehr viele kommerzielle Betreiber von Satelliten und können an vielen Orten der Erde sogar mehrmals täglich ein Bild erhalten. Und da kann man auch eben gut drauf erkennen, wo zum Beispiel Rampen für Raketen sich befinden oder im Bau sind. Also wir haben schon eine ganze Reihe von Informationen, aber das ersetzt natürlich keineswegs diese Rüstungskontrolle, wo wirklich auch Inspekteure vor Ort gewesen sind und sich detailliert die Sachen anschauen konnten. Was weiß man denn über die Rolle Chinas bei diesem Wettrüsten, wenn man mit Satelliten nachgucken kann, was die machen? Die sind ja gar nicht Teil dieser internationalen Abrüstungsverträge. Genau, China war nie Teil der Abrüstungsverträge. Man muss dazu sagen, dass China etwa 10-mal weniger Waffen hat als jeweils die USA und Russland. Im Moment geht man davon aus, dass China etwa 500 Waffen besitzen könnte, die Russen und die Amerikaner jeweils 5000. Und insofern hat China gesagt, erstmal müsst ihr runterkommen mit euren Waffenarsenalen und irgendwann können wir dann über Rüstungskontrolle sprechen. China sieht sich da eher in der Kategorie wie Frankreich oder Großbritannien, die ja auch nicht an Rüstungskontrollverträgen beteiligt gewesen sind. Aber wir sehen jetzt ein starkes Aufrüstungsbestreben Chinas. Vor ein paar Jahren waren das auch noch deutlich weniger als diese derzeit geschätzten 500 Waffen. Und da hat zum Beispiel eine Nichtregierungsorganisation in den USA entdeckt, dass zum Beispiel neue Rampen für Raketensilos gebaut werden. Es gibt Fragezeichen bezüglich der Spaltmaterialproduktion. Das ist die wesentliche Zutat, wie man für Atomwaffen braucht. Und insofern gehen wir davon aus, dass China in der Aufrüstung begriffen ist. Aber da ist die Frage, wie kann man nun Rüstungskontrolle denn gestalten, selbst wenn die Parteien es denn wollten. Weil das chinesische Argument, dass die Russen und die USA ja viel, viel mehr haben, das trifft ja zu. Nur gleichzeitig haben insbesondere die Amerikaner
Befürchtungen, dass China eben eine Parität anstreben könnte. Wir müssen, wenn wir über Atommächte, die nicht kooperativ sind, reden, natürlich auch reden über den Iran und über Nordkorea. Bei Nordkorea haben Sie schon gesagt, die geben halt an, weil sie diese Waffen dann präsentieren auf ihren Militärparaden. Der Iran tut es nicht. Genau, das tut der Iran aus einem einfachen Grund nicht. Er hat nämlich gar keine Atomwaffen. Es gab vor einiger Zeit eine repräsentative Umfrage in Deutschland, die tatsächlich zum Schluss kam, dass die Mehrheit der Bevölkerung davon ausgeht, der Iran habe Atomwaffen. Aber es geht beim Iran um die Spaltmaterialproduktion. Also das ist einerseits Plutonium, andererseits hochangereichertes Uran. Das sind die beiden wesentlichen Zutaten, mit denen man diese Kettenreaktion in Gang setzen kann, von der ich gesprochen hatte. Und für das Plutonium braucht man Reaktoren, wo das erzeugt wird. Und für die Produktion vom hochangereicherten Uran sogenannte Anreicherungsanlagen. Diese Anlagen, die gibt es im Iran. Das sind diese Zentrifugen, die wir immer zählen. Exakt, das sind die Zentrifugen und die produzieren angereichertes Uran. Angereichertes Uran braucht man aber auch für einen zivilen Brennstoffkreislauf, also zum Betrieb von Reaktoren, einfach um Energie zu bekommen. Und natürlich sagt Iran, dass sie deswegen diese Zentrifugen haben. Aber es gibt ungeklärte Fragen. Die Anreicherungskapazitäten vom Iran, die übersteigen beim Weiteren das, was sie für den zivilen Reaktorbetrieb benötigen würden. Und insofern sehen viele die Gefahr, dass Iran Interesse haben könnte, eine Atomwaffe zu bauen. Und man weiß aber komischerweise ja ziemlich genau, dass sie das noch nicht können, weil sie noch nicht genug angereichertes Material herstellen können, um eine dieser Kettenreaktionsbomben zu bauen. Woher weiß man das? Das liegt daran, dass es Inspekteure im Iran gibt. Und zwar gibt es den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag. Der teilt die Welt in zwei Gruppen von Staaten ein. Einmal Kernwaffenstaaten, das sind solche, die Ende der 60er einen erfolgreichen Kernwaffentest durchgeführt haben. Und in Nicht-Kernwaffenstaaten, eben solche, die es nicht getan haben. In Kernwaffenstaaten finden keine Inspektionen statt, abgesehen halt von den bilateralen Rüstungskontrollvereinbarungen zwischen USA und Russland. Aber in den Nicht-Kernwaffenstaaten, und der Iran ist ein solcher Nicht-Kernwaffenstaat im Sinne dieses Vertrages, da gibt es die Internationale Atomenergiebehörde mit dem Sitz in Wien, die in all diesen Staaten verifiziert. Da sind also Inspekteure vor Ort und gehen in die nuklearen Anlagen rein, in die Reaktoren, in die Anreicherungsanlagen und gucken sich genau an, wie viel Material wird da denn produziert und was passiert mit diesem Material, wofür wird es benutzt. Und die Logik dahinter ist, dass es kein militärisches Atomwaffenprogramm gibt, solange letztendlich diese Buchhaltung ergibt, dass alles Spaltmaterial in der Kontrolle der Internationalen Atomenergiebehörde liegt. Und das macht man. Und insofern weiß man, dass Iran bislang dieses Material nicht abgezweigt hat zum Bau einer Atomwaffe. Aber das könnte der Iran letztendlich tun. Der könnte die Inspekteure rauswerfen und sagen, so, jetzt produziert das Material für die Waffen. Er hätte genug Material für eine Atombombe in wenigen Wochen. Aber das heißt ja auch noch nicht, dass man die Atombombe gebaut hat. Also dann müsste man auch erst einmal eine funktionierende Atombombe bauen. Dadurch gewinnt man dann noch mehr Zeit. Aber es sind die Inspekteure, die der internationalen Gemeinschaft die Gewissheit geben, dass der Iran keine Atombombe besitzt. Was ist mit Nordkorea? Nordkorea ist ein Atomwaffenstaat und das wissen wir, weil Nordkorea erfolgreich Atomwaffen getestet hat. Der erste erfolgreiche Test, der fand im Jahr 2006 statt. Und das kann man messen, zum Beispiel durch seismische Signale. Dann kann man abschätzen, wie hoch ist die Sprengkraft. Nordkorea hat inzwischen 6 Tests durchgeführt. Die Sprengkraft ist weiter und immer weiter gestiegen und liegt jenseits dessen, was man mit einer konventionellen Explosion erreichen könnte. Das heißt, dass Tests deshalb auch eine große Rolle spielen, nicht nur für diese Länder, um in der Technologie weiterzukommen, sondern auch bei Leuten wie Ihnen, die sich dafür interessieren, wie Atomwaffen in der Welt verbreitet sind, weil man dann sieht, es gibt Atomwaffen. Gibt es noch andere Länder, die solche Tests machen im Moment? Zurzeit gibt es keine anderen Länder und auch Nordkorea hat seit 2017 keinen Test gemacht. Aber hier rede ich jetzt von Tests, wo wirklich gewaltige Atomwaffen explodiert werden. Es gibt aber etwas anderes.
Und zwar gibt es sogenannte subkritische Tests. Da testet man spezifische Komponenten von Atomwaffen etwa, aber man erreicht nicht diese Kettenreaktion. Und das ist etwas, was die USA derzeit machen. Und gleichzeitig werfen die USA auch Russland und China vor, ähnliche Tests zu machen, wo aber doch ein ganz kleines bisschen dieser Kettenreaktion erreicht wird. Das ist problematisch, weil es einen internationalen Vertrag gibt, nämlich den internationalen Kernwaffenteststoppvertrag, der Kernwaffentests verbietet. Das heißt, es stehen Vorwürfe im Raum, dass dagegen verstoßen wird. Dem muss natürlich nachgegangen werden, aber das ist eine ganz andere Dimension als die Historie der Kernwaffentests, vor allem der größeren Atomwaffenstaaten, wo es bis heute noch Gegenden gibt, die nicht bewohnbar sind, weil die so stark radioaktiv kontaminiert sind. So etwas beobachten wir heutzutage glücklicherweise mit der Ausnahme von Nordkorea nicht mehr. Sie sind ja Kernphysiker und es gibt ja neue Methoden der Rüstungskontrolle oder zumindest der Rüstungsbeobachtung, die vor allem naturwissenschaftlich basiert sind, also die sich gar nicht mehr unbedingt auf Verhandlungen stützen und auf Kontrollen durch Inspekteure, sondern die einfach gucken, was man sieht, was man erfahren kann und das dann auswerten. Was machen Sie da? Genau, das ist die Datenanalyse, wo man eben mit den Informationen arbeiten muss, die man bekommt. Aber das wird nicht ausreichen. Also man braucht schon Inspekteure vor Ort, um wirklich sehr stichhaltige Informationen zu haben und nicht nur grobe Abschätzungen. Aber bei der Nichtverbreitung funktioniert das ja. Also Nichtverbreitung bezieht sich auf Nichtkernwaffenstaaten, wo überprüft wird, dass diese Staaten keine Atomwaffen bauen. Da sind die Inspekteure vor Ort, aber da kann man die Verifikationstechniken, die sie einsetzen, immer weiterentwickeln. Da geht es dann zum Beispiel um Messsysteme und solcherlei Dinge, wo dann naturwissenschaftliche Forschung gefragt wird. Und ein Thema, wo Kollegen und ich dran sitzen, ist denn die Frage, wie kann man zukünftig Rüstungskontrolle verifizieren, obgleich wir natürlich nicht sonderlich optimistisch sind, dass das kurzfristig wieder gelingen wird. Das wird sicherlich nicht gelingen, ein Wiedereinstieg in die Rüstungskontrolle in absehbarer Zeit. Aber trotzdem muss man sich ja vorbereiten auf einen eventuellen Zeitpunkt, wo sich vielleicht dann doch ein politisches Fenster ergibt und man wieder in Abrüstungsschritte eintreten kann. Aber für solche Schritte gibt es noch gar keine Verifikationsverfahren. Und daran sind wir dran, solche zu entwickeln. Also Sie arbeiten für die Zukunft. Kann man denn in der Gegenwart sagen, woran man erkennen kann, ob es ein Land gibt, das nuklearen Ehrgeiz hat, ob es ein Land gibt, das sich darauf vorbereitet, eben Atomwaffen irgendwann auch einzusetzen. Sie haben eben gesagt, wir sehen, dass China diese Silos baut, um im Zweifel eben auch schießen zu können. Sieht man das woanders auch? Also oft sind Staaten ja stolz darüber zu reden oder sie wollen das als Druckmittel einsetzen. Also schauen Sie sich Russland an, insbesondere Medvedev, der postet alle paar Tage auf Twitter, dass wenn jetzt die NATO das oder das macht, um die Ukraine zu unterstützen, dann werden wir nuklear angreifen. Also viele Staaten verstecken das überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und das sind natürlich in diesem Fall Bluffs. Warum natürlich Bluffs? Entschuldigung, wenn ich da fragen darf, ja. Weil das besorgt ja viele Leute. Wir hören das, wir lesen das. Und warum wissen Sie so genau, dass es ein Bluff ist, dass es nicht passiert? Also es ist ein Bluff, wenn jemand das alle zwei Tage wieder ankündigt oder jede Woche. Irgendwann geht das ja im Rauschen unter und man hört gar nicht mehr zu. Ich will nicht sagen, dass dieses russische nukleare Säbelrasseln vor allem am Anfang nicht doch eine große Gefahr war und dass Russland nicht vielleicht auch wirklich überlegt hat, Atomwaffen einzusetzen. Das wissen wir nicht, aber jede Art dieser Kommunikation ist brandgefährlich und kann im Zweifelsfall auch zu Fehleinschätzungen führen. Also ich will nicht sagen, dass man das nicht ernst nehmen soll, ganz im Gegenteil. Aber man muss schon gucken, was ist dieses allgemeine Rauschen und was ist dann vielleicht mal ein Statement, das man dann doch wieder ernster nehmen muss. Aber die nukleare Gefahr, das Risiko, dass Atomwaffen eingesetzt werden, ist heute vielleicht nicht sonderlich hoch, weil man muss sich die Frage stellen, was hat denn ein Land zu gewinnen, wenn es jetzt Atomwaffen einsetzt? Und die Antwort ist im Wesentlichen nichts. Aber es ist höher, als es vor ein paar Jahren sicherlich gewesen ist. Gibt es denn auch zum Beispiel sowas, dass man sagt, wir gucken einfach mal, wie viel Uran
hin und her gehandelt wird, oder wir gucken, wie viel von diesen Zentrifugen oder Technik für diese Zentrifugen verhandelt wird. Kann man sowas sehen, oder sieht man vielleicht auch Strahlung, die wo auf einmal irgendwo besonders stark ist oder sich verändert? An der Strahlung kann man es nicht erkennen. Vereinfacht formuliert kann man sagen, je gefährlicher etwas ist, desto weniger strahlt es. Also es kommt tatsächlich sehr, sehr wenig Strahlung aus Atomwaffen raus. Aber da bin ich wieder bei der Auswertung von Daten und von Bildern. Nordkorea zeigt uns einiges. Natürlich zeigt es uns das, was es uns auch sehen haben will. Vor ein paar Tagen ist Kim Jong-un durch eine große Zentrifugenhalle gewandert in Nordkorea. Und diese Bilder, die wurden veröffentlicht. Und da sehen wir ein sehr fortgeschrittenes Zentrifugenprogramm. Dann kann man natürlich die Zentrifugen zählen und ungefähr vielleicht ableiten, was für eine Anreicherungskapazität Nordkorea hat. Also in wie viel Zeit es wie viel Uran waffenfähig anreichern kann. Aber das ist immer noch sehr, sehr begrenzt, weil wir wissen ja überhaupt nicht, wie viele andere Anlagen gibt es in dem Land, die wir vielleicht gar nicht kennen. Und Urananreicherung ist besonders heikel, weil Urananreicherungsanlagen gar keine klare Signatur habt, die man auf Satellitenbildern etwa sehen könnte. Bei den Reaktoren kann man zum Beispiel einen Kühlturm erkennen, oder man kann erkennen, dass warmes Wasser in einen Fluss eingeleitet wird. Solche Signaturen gibt es in der Anreicherungsanlage leider nicht, weswegen wir tatsächlich sehr wenig, zum Beispiel jetzt am Fall Nordkoreas, wissen, was ihre Kapazität ist, wie schnell sie Uran hoch anreichern können. Und das ist halt der grundsätzliche Unterschied zum Iran, wo die Inspekteure vor Ort das beobachten. Weil man auch nicht so ganz genau weiß und ja nicht unterscheiden kann, wird da Uran angereichert für zivile Zwecke, also um ein Atomkraftwerk zu beschicken, oder wird Uran angereichert, um es waffenfähig zu machen, wofür man mehr Zentrifugen braucht, weil das höher angereichert werden muss. Aber so der Prozess ist doch derselbe. Genau, der Prozess ist derselbe. Nordkorea hat jetzt auch einen Leichtwasserreaktor, zu dem das Land behauptet, dass es zivil betrieben werden soll. Auch da kann man natürlich Fragezeichen dran setzen. Aber Sie sprechen ein ganz großes Dilemma an, und das ist diese Dual-Use-Problematik. Dass nämlich die Technologie, die Anlagen, die wir brauchen, um Material für Atomwaffen zu produzieren, exakt die gleichen sind wie die Anlagen für ein Kernenergieprogramm, das völlig legitim ist. Und ich sollte auch hinzufügen, dass der Nichtverbreitungsvertrag sogar alle Staaten verpflichtet, solchen Staaten, die bis jetzt keine Atomenergie friedlich nutzen, dabei zu unterstützen, das zu tun. Das heißt, Staaten wie Iran können jetzt sogar sagen, ihr guckt die ganze Zeit auf unsere Zentrifugen drauf und macht uns das Leben schwer. Eigentlich solltet ihr euch uns dabei doch unterstützen. Und das grundsätzliche Problem ist eben, dass man durch die Betrachtung der Technologie nicht herausfinden kann, ob die nun zivil oder militärisch eingesetzt wird. Und das bringt natürlich jede Menge Herausforderungen, auch wenn wir an die Zukunft der Kernenergie denken, wo es Pläne gibt, kleine Reaktoren an vielen, vielen Orten auf der Welt zu verteilen. Das birgt das Risiko natürlich, dass wir plötzlich dieses Spaltmaterial noch an viel, viel mehr Orten haben als bislang. Und das muss alles überwacht werden. Wer kann denn dann überwachen, oder gibt es überhaupt eine Perspektive für neue Verträge zur Kontrolle und zur Überwachung? Die Überwachung durch die IAEO, die läuft ja weiter in den Nichtkernwaffenstaaten. Aber ja nur über die bestehenden Vereinbarungen in den Nichtkernwaffenstaaten. Genau, richtig. Im Moment liegt der politische Fokus wirklich auf der Minimierung des Risikos, dass es zu einem Atomwaffeneinsatz kommen kann. Also viele Kräfte werden gebündelt, um Kommunikationskanäle aufrechtzuerhalten zwischen Entscheidungsträgern, etwa um zu verhindern, dass es zu solchen Fehleinschätzungen kommt, die vielleicht dafür sorgen, dass ein Staat einen anderen nuklear angreift, weil der angreifende Staat gedacht hat, dass er gerade angegriffen wird, was aber eben vielleicht gar nicht der Fall gewesen ist. Da liegt der Fokus drauf. Es gibt gerade wenig Aussicht auf weitergehende Rüstungskontrollmaßnahmen. Es bleibt zu hoffen, dass sich Russland und die USA weiterhin an die Begrenzung des New START-Vertrages halten, auch wenn dieser Vertrag ja formal suspendiert worden ist. Und es bleibt zu hoffen, dass sie das auch tun werden, wenn dieser Vertrag dann in Kürze ausläuft und wir erstmals seit langer, langer Zeit in einer Situation sein werden, wo es keinen nuklearen Rüstungskontrollvertrag mehr gibt. Da habe ich leider wenig Hoffnung, dass sich das kurzfristig
ändern wird. Ich sage aber dann auch immer, dass wir als Menschheit wahnsinnig schlecht darin sind, die Zukunft zu prognostizieren. Es gelingt uns ja kaum, 5 Jahre in die Zukunft zu schauen und verlässlich zu sagen, was dann passiert. Und ich finde, das bringt einem auch ein Fünkchen Hoffnung, dass vielleicht doch sich auch mal wieder was in die positive Richtung drehen kann. Und das treibt auf jeden Fall meine eigene Forschung an. Das motiviert mich weiter, an diesen Verfahren weiterzuarbeiten. Weil es eben nicht heißt, dass in 5 Jahren alles schlechter ist, sondern manchmal wird es ja auch überraschend besser. Genau. Dankeschön, Herr Götze. Vielen Dank. Das war Tonspurwissen in dieser Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss, Ihre, eure Ursula Weidenfeld.